Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand live oder zu Hause an unserem Livestream begrüßen zu können. Zwei Schwerpunkte unserer Arbeit verbinden sich in dem Band, den wir heute Abend hier vorstellen werden. Das ist einmal das Thema des Widerstandsnetzwerks der Roten Kapelle, dem wir in diesem Jahr auch die Ausstellung von Stefan Rohloff Zeitzeugnisse, Überlebende der Roten Kapelle sprechen, zeigen, eine Ausstellung, die Sie bis zum Dezember bei uns auf unserer Sonderausstellungsfläche sehen können. Zum anderen ist der heute Abend vorzustellende Band der erste in einer Reihe unserer neuen Schriftenreihe Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sie sehen neben mir den Titel des Buches mit dem Foto von Friedrich Rehmer und mit dem Foto von Liane Berkowitz. Tatsächlich sind von diesen beiden Widerstandskämpfern nur wenige Fotos überliefert. Von Liane Berkowitz ist es tatsächlich das einzige Foto, außer dem Foto, das die Geheime Staatspolizei nach ihrer Festnahme im September 1942 machte und das leider in vielen Publikationen von ihr zu sehen ist. Diesen beiden Menschen, Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer, ist der Band gewidmet. Zugleich aber wird im Untertitel auch auf die Widerstandsaktionen der Berliner Roten Kapelle verwiesen. Und damit ist klargestellt, dass die biografische Annäherung an Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer und die kurze Lebensgeschichte ihrer gemeinsamen Tochter Irena in verschiedene Kontexte eingebunden sind. Und dazu gehört natürlich auch eine kurze Einführung in den heutigen Wissensstand über das Widerstandsnetzwerk der Roten Kapelle und eine Darstellung des Widerstandskreises um die Abendschule von Dr. Wilhelm Heil, dem Berkowitz und Rehmer angehörten. Die Jahre 1941-42, also die Zeit vor genau 80 Jahren, sind die bedeutsamsten Jahre der Widerstandsaktivitäten der Roten Kapelle. Anfang 1942 entstand das sogenannte Agis-Flutblatt von Harro Schulze-Boysen, das bereits den sogenannten Endsieg des nationalsozialistischen Deutschland ausschloss. Eine Klebezettelaktion vom Mai 1942 wandte sich gegen die Propagandaausstellung Das Sowjetparadies im Berliner Lustgarten. Flugschriften wurden diskutiert und verteilt. Diese Aktivitäten endeten abrupt mit der Aufdeckung der Gruppe durch die Gestapo im Sommer 1942. Den Menschen in der Roten Kapelle standen unnachgiebige Gegner gegenüber. Dazu gehörte die nationalsozialistische Führung. Ich habe bereits in meinem Einführungsvortrag zur Sonderausstellung ja deutlich gemacht, dass es eigentlich außer dem 20. Juli 1944 keine Widerstandsgruppe, kein Widerstandsnetzwerk gab, das von der nationalsozialistischen Führung und von Hitler selbst mit so unnachgiebiger Härte verfolgt worden ist. Das zeigt sich auch am Schicksal von Liane Berkowitz. Es war nicht nur die nationalsozialistische Führung, es war in der Gestapo die sogenannte Sonderkommission Rote Kapelle und das Reichskriegsgericht als wichtigste und zentrale Verfolgungsinstanzen in diesem Fall. Und mich hat hier die Frage beschäftigt, wie es dazu kommen konnte, dass eine junge, schwangere Frau vom nationalsozialistischen Regime mit 19 Jahren zum Tode verurteilt und hingerichtet werden konnte. Ich wollte wissen, wer die Beteiligten waren, welche Spuren sie hinterlassen haben und wie sie ihre Taten auch nach 1945 eingeschätzt haben. Und die Analyse des Nachkriegsschicksals der Täter, und da schreibe ich in kurzen Worten, was Sie in der Langfassung lesen können, führte zu grotesken und erschreckenden Ergebnissen. Keiner der beteiligten Beamten der Gestapo oder keiner der beteiligten Juristen des Reichskriegsgerichts ist nach 1945 für seine Taten zur Verantwortung gezogen worden. Im Gegenteil, sie setzten der Diffamierung der Angehörigen der Roten Kapelle auch nach 1945 mit Unterstützung von Geheimdiensten in Ost wie West auch noch fort. Liane Berkowitz, ich greife vor, wurde im September 1942 festgenommen, Friedrich Rehmer im November 1942. Beide wurden im Januar 1943 zum Tode verurteilt, Friedrich Rehmer am 13. Mai 1943 enthauptet, Liane Berkowitz wenige Zeit später am 5. August. Ihre Tochter, ihre gemeinsame Tochter Irena, wurde am 12. April 1943 im Frauengefängnis in der Barnimstraße geboren. Sie starb am 8. Oktober 1943. Innerhalb von 5 Monaten war eine junge Familie, die unter normalen Umständen am Beginn einer hoffnungsvollen Zukunft gestanden hätte, ausgelöscht.
Das Buch zeichnet die Umstände der Haft von Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer nach, die kurze Lebensspanne von Irena Berkowitz und schließlich auch das Schicksal der Angehörigen in der Zeit nach 1943. Die Mutter von Liane Berkowitz, Katharina Wassiljewa Berkowitz, starb 1959 in bitterer Armut hier in Berlin. Auch die Geschichte, die misslungene Geschichte, wie sie versuchte, an eine Entschädigung für den Tod ihrer Tochter zu gelangen, lässt sich im Band nachlesen. Das sind in groben Zügen die Facetten des Bandes, den ich heute vorstellen möchte. Dabei kann dieser Vortrag wirklich kein Ersatz für die eigene Lektüre des Buches sein. Und lassen Sie sich bitte nicht abschrecken, dass der Band 480 Seiten hat. Die lassen sich durchaus in Teilen und in Abschnitten lesen. Und dank der hervorragenden Arbeit von Michaela Gleinser und Georg Engels ist der Band auch so gestaltet, dass man ihn trotz des ernsten Themas gerne in die Hand nimmt. Es ist auch in gewisser Art und Weise ein Denkmal für diese beiden Menschen, für die es fast keine Spuren damals gab. Die Geschichten sind vielschichtig, die nationalsozialistische Führung ist beteiligt, es sind Gestapo, Reichskriegsgerichts als Verfolgungsinstanzen beteiligt, bis hin dann, wie gesagt, zur Geschichte der Zeit nach 1945. Wie konnte man diesen Schicksalen so im Detail eigentlich nachgehen? Ich bin Mitte der 1980er Jahre auf das Schicksal von Liane Berkowitz gestoßen und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. 1992 habe ich dazu eine kurze biografische Skizze veröffentlicht. Annegret Ehmann hatte mich darauf hingewiesen, dass im israelischen Archiv Yad Vashem ein Großteil der Briefe und Kassiber von Liane Berkowitz lagen, die wir damals zum größten Teil aus dem Russischen übersetzt haben. Damals konnten erstmals auch Teile der Prozessunterlagen des Verfahrens gegen Heinz Strelow und andere, zu dem eben auch Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer gehörten, aus dem Militärhistorischen Archiv in Prag ausgewertet werden. Zur Lebensgeschichte von Friedrich Rehmer, also des Freundes und späteren Verlobten von Liane Berkowitz, gab es dagegen fast keine Informationen. Jetzt ist es möglich, die Biografien nachzuzeichnen. Neue Quellen konnten erschlossen werden. Die Familie von Friedrich Rehmer hat nach 1945 eine Sammlung von Briefen von ihm aus der Haft zuerst dem zentralen Parteiarchiv der SED übergegeben. Diese Briefe liegen heute im Bundesarchiv. Bis hin zum Abschiedsbrief an seine Mutter und an seine Schwester. In der deutschen Dienststelle, die eigentlich nur militärische Unterlagen versammelt, tauchte das sogenannte Arbeitsbuch von Friedrich Rehmer auf, in dem seine Stationen seiner Arbeitstätigkeit ermittelt werden. Im Nachlass von Greta Kuckhoff gab es einen kleinen Schriftwechsel mit dem Vater von Liane Berkowitz, Henry Berkowitz. Auch, welch Wunder, das Ministerium für Staatssicherheit sammelte natürlich im Rahmen seiner umfangreichen Recherchen Materialien zu Liane Berkowitz. Und nicht zuletzt stehen auch heute die Entschädigungsakten für Katharina Wassiljewa Berkowitz, der Mutter, zur Verfügung. Wichtige Hinweise fanden sich auch in dem umfangreichen, aber leider gescheiterten Verfahren gegen den Chefankläger der Roten Kapelle, Manfred Röder. Wir sind aber auch, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, oftmals auf Zufälle angewiesen. Und in diesem Fall kam eine private Sammlung von Dokumenten hinzu. Ulrich Kohn, auch über ihn können Sie hier ausführlich lesen, ein enger Freund der beiden, der sich zum Schutz vor Verfolgung als sogenannter Halbjude in der NS-Zeit Ulrich Bück genannt hatte, war nach 1945 in die Vereinigten Staaten ausgewandert und lebte dort bis zu seinem Tod 2006. Er hatte zwar 1946 einen Bericht verfasst, in dem er sich über die Rote Kapelle geäußert hat, aber später nicht mehr. Und wie tief sein Trauma war, lässt sich daran erkennen, dass er etwa 1998 unerkannt die Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand besuchte, sich auch hier vor dem Bild von Liane Berkowitz von seinem Neffen fotografieren ließ, aber nicht weiter über das Thema sprechen wollte. Sein Neffe schrieb mir 2006, ich zitiere, er war aber nicht bereit, sich zu offenbaren, weil er immer noch Angst hatte, dass ihm die US-Staatsbürgerschaft, die er 1957 nach seiner Auswanderung erworben hatte, wieder entzogen werden könnte, da die Rote Kapelle nach amerikanischem Verständnis eine kommunistische Organisation war und er die lose Beziehung dazu bei seiner Einwanderung 1951 verschwiegen hatte. Zitat Ende.
So gelangten die Dokumente von Ulrich Cohn, Ulrich Bück, zu denen auch mehrere Karten und Briefe der Mütter von Liane Berkowitz aus den Jahren 43 bis 45 gehörten, erst nach seinem Tod hierher in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Und in der Zusammenschau all dieser Dokumente war die Erstellung der Lebensbilder möglich. Der Band veröffentlicht sämtliche Briefe und Kassiber von Liane Berkowitz aus der Haft, sowie sämtliche überlieferten Briefe, die zwischen Friedrich Rehmer und seiner Familie gewechselt worden sind in der Haft. Einen direkten Kontakt zwischen diesen beiden gab es nach der Festnahme von Liane Berkowitz im September 1942 nicht mehr. Und diese Briefe und Kassiber sind Zeugnis einer tiefen Liebe zwischen den beiden. Sie sind gekennzeichnet von der Sorge um die gemeinsame Tochter und bis zuletzt von der Hoffnung, die Vollstreckung des Todesurteils zumindest bei Liane Berkowitz, 19-jährig, noch abwenden zu können. Ich kann diese Briefe nur zur Lektüre empfehlen. Liane Berkowitz wurde am 7. August 1923 als eheliche Tochter des Dirigenten und Komponisten Viktor Wassiljew und der Opernsängerin Katharina Wassiljewa in Berlin geboren. Doch es war nicht Viktor Wassiljew, der die Geburt auf dem Standesamt anzeichnete, sondern der Kaufmann Hirsch Henry Berkowitz. Und Frau Wassiljewa hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass Hirsch Henry Berkowitz der biologische Vater ihrer Tochter war. Und er adoptierte durch Kindsannahmevertrag vom 4. Mai 1932 dann Liana Wassiljew, die daraufhin den Familiennamen Berkowitz führte. Ihren Vornamen Liana mit Doppel-N, der sich in der Geburtsurkunde findet, hat sie nie selbst benutzt, sondern spätestens Mitte der 30er Jahre in das einfachere Liana, Liane abgewandelt. Berkowitz und Wassiljewa waren beide 1923 aus Russland geflohen. Die russische Schriftstellerin Vera Laurier hat in ihren von Doris Liebermann edierten Briefen an dich eine sehr plastische Darstellung der Familiengeschichte von Liane Berkowitz überliefert, die sich allerdings nur an wenigen anderen Quellen überprüfen lässt. Zitat: Berkowitz war von Berufs Hausmakler, ein russischer Jude mit einem lettischen Pass. Er kam mit einer gewissen Wassiljewa, die früher Sängerin in Moskau war, nach Berlin. Sie war mit einem Dirigenten verheiratet, der nach Amerika emigrierte, indem er ohne Absprache mit seiner Frau von einer Tournee durch die USA nicht nach Russland zurückkehrte. Frau Wassiljewa war eine sehr hübsche Frau und Berkowitz verliebte sich in sie. Zitat Ende. Henry Berkowitz und gemeinsam mit seinem Bruder Bär Berkowitz war ein erfolgreicher Häusermakler hier in Berlin. Auch das Haus am Viktoria-Luise-Platz 1, das heute leider nicht mehr steht, gehörte ihm, wo Liane Berkowitz dann bis zu ihrer Festnahme mit ihrer Mutter im September 1942 dann auch wohnte. Vera Laurier berichtet über diese Zeit, Zitat: Liane wuchs in einem turbulenten Elternhaus auf, in dem sich Vater und Mutter oft stritten. Es ging meist laut zu, er warf Töpfe hinter ihr her. Liane war oft wütend auf ihre Mutter. Herr Berkowitz verlegte seine Geschäfte mehr und mehr nach London und kam nur selten nach Berlin. Eines Tages holte Liane aus der Schule und brachte sie in ein Internat in der Schweiz. Sie blieb nicht lange dort. Ihre Mutter holte sie rasch zurück, weil das Essen dort angeblich schlecht war. Liane war sehr exaltiert. Schon früh bezog sie Stellung gegen die Nazis und unterstützte heimlich Juden, indem sie ihnen Essen brachte. Zitat Ende. Die Situation von Henry Berkowitz des Vaters, er hatte in der Tat, er war Jude und er hatte einen lettischen Pass, er war in Riga geboren. Eine Situation, die natürlich für ihn in den Jahren 1938, 39 im nationalsozialistischen Berlin kein komfortables Weiterleben ermöglichte. Das heißt, Katharina Wassiljewa und Henry Berkowitz heirateten zwar im Dezember 1938, ließen sich dann aber auch im Juli 1939 schon wieder scheiden. Henry Berkowitz sagte später nach dem Krieg, er habe dies getan, um seine Frau und seine Tochter nicht zu gefährden. Er sorgte weiter für den Unterhalt von Mutter und Tochter und emigrierte dann nach Großbritannien, wo er lange Zeit dann auch nach 1945 lebte und Anfang der 1970er Jahre starb. Liane Berkowitz und ihre Mutter gehörten der russisch-orthodoxen Gemeinde in Berlin an, auch eine Facette, die heute fast unbekannt ist. Sie gehörten zur Wladimir-Gemeinde in der Nachodstraße
Und auch in ihrem ersten Brief nach dem Todesurteil vertraute Liane Berkowitz ihre noch nicht geborene Tochter Irena auch dem Propst der russisch-orthodoxen Gemeinde in Berlin, Vater Sergei Poloschenski, an. In der Haft wurde sie sowohl vom evangelischen Pfarrer August Ohm als auch vom katholischen Gefängnisgeistlichen Peter Buchholz betreut. Und sie konnte in der Barnimstraße auch am katholischen Gottesdienst teilnehmen. Wir wissen nicht, wie stark der Einfluss des russisch-orthodoxen Glaubens auf das Handeln von Liane Berkowitz war. Aus ihren Haftbriefen spricht jedoch eine tiefe Religiosität und eine Hoffnung auf Gott. Wie eben erwähnt, besuchte Liane Berkowitz mehrere Privatschulen, eine Zeit lang ein Internat in der Schweiz. Seit 1941 dann hier die private Vorbereitungsanstalt, wie es hieß, des Dr. Heil in Berlin 50, Augsburger Straße. In diesem Klima einer Abendschule ist immer etwas Besonderes. Abendschüler arbeiten tagsüber, widmen sich abends der Schule, Liane Berkowitz nicht. Hier lernte sie ihren Freund Friedrich Rehmer, ihren späteren Verlobten, kennen, dann auch diejenigen, mit denen sie dann später in der Gruppe politisch zusammenarbeitete, Fritz Thiel, Otto Gollnow und Helmut Marquardt. Die meisten ihrer Mitschüler, wie gesagt, arbeiteten, Liane Berkowitz tat dies nicht. Auf ihrer Haftkarteikarte aus der Barnimstraße findet sich der Vermerk: Schülerin, seit Ostern 1942 nicht mehr zur Schule. Ob diese Angabe zutreffend ist, wissen wir nicht. Tatsächlich wollte sich Liane Berkowitz noch in der Haft auf ein naturwissenschaftliches Studium vorbereiten. Doch eine Veränderung in der schulischen Situation hätte auch damit zusammenhängen können, dass sie eben in dieser Zeit dann auch schon von Friedrich Rehmer seit Juni 1942 schwanger war. Friedrich Rehmer selbst war 1921 geboren worden, er lebte zumeist in Neukölln in der Harzer Straße, machte einen Mittelabschulabschluss, war dann als Bote tätig, hatte verschiedene andere Tätigkeiten und versuchte dann als Externer die Abendschule zu besuchen, um auch sich auf das Abitur vorzubereiten, das dann noch im September 1942 als Externer bestand. Und Friedrich Rehmer, das ist ein Traditionsstrang, der bis dahin völlig unbekannt war, gerät hier in eine bündische Gruppe in Berlin, die sich in der Tradition der von Eberhard Köbel gegründeten sogenannten Deutsche Jungenschaft vom 1.11. sah. Junge Menschen sollten sich im Zuge einer gesellschaftlichen Neugestaltung als, Zitat, Selbsterringende eigenständig entwickeln. Und es waren längere Fahrten in entfernte Länder, die ihren Aktionsradius der Bündischen auch erweitern sollten. Das war natürlich auch unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Zeit nicht möglich. Die Bündischen versuchten trotzdem, wie sie es nannten, sogenannte rot-graue Garnisonen auch hier in Berlin zu haben. Und ein Mitschüler von ihm, mit dem haben wir zwei Fotos hier bekommen, das ihm im April 1939 in einem Obdachlosenasyl im fränkischen Lauf an der Pegnitz zeigt. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, wieso in einem Obdachlosenasyl, und fanden in einem Brief von Hans Negendank die Erklärung, Zitat: Im April 1939 war ich mit Fritz per Autostops unterwegs. Wir hatten Ausweise ohne Lichtbild und mit falschem Namen und Adressen dabei. Wir wollten ausprobieren, ob man auf diese Art unerkannt durch die Lande fahren konnte. Es klappte immer gut. Die Obdachlosenasyle waren damals noch eine Lücke im Gestapo-Apparat. Zitat Ende. Es kam immer darauf an, welche Möglichkeiten bestanden und welche Möglichkeiten konnte man nutzen. Rehmer war dann als Hilfsarbeiter bei Sarotti tätig, als Transportarbeiter, als Postfacharbeiter und schließlich dann bei feinmechanischem Werk auch dann als Justierer tätig und wurde am Juni 41 zur Wehrmacht eingezogen. Das heißt, er hatte seinen Broterwerb und abends ging er wie Liane Berkowitz zur Schule. Im Herbst 41 hatte er knapp 8 Wochen militärische Ausbildung hinter sich. Er kam an die Ostfront und wurde am 4. Oktober schon durch einen Steckschuss in den Unterschenkel schwer verwundet. Er lag in diversen Lazaretten und kam am 7. Januar 1942 hier nach Berlin-Britz in das Reservelazarett, das im Bövedamm heute an der Blaschko-Allee liegt, das heutige Bürgeramt, damals als Reservelazarett auf schwere Arm- und Beinverletzungen für Soldaten aus allen Teilen Deutschlands spezialisiert. Und nach einiger Zeit konnte er trotz seines Gehens am Stock wieder Kurse bei Dr. Heil belegen, bestand im September 1942 als Externer das Gymnasium.
auch das war unter den Bedingungen des Krieges möglich. Er machte im September 1942 sein Abitur an dieser Schule beziehungsweise und war dann schon zur selben Zeit, wie dann später eben Dr. Heilbekönig, ohne Bedenken nach bestandener Prüfung als Lehrer für Geschichte und Erdkunde in meiner Lehranstalt beschäftigt. Also Quereinsteiger in Bildungswesen gab es unter den Bedingungen des Krieges auch. Das macht deutlich, wie pfiffig Rehmer auch war, wie kenntnisreich er war und welche Bedeutung er dem zumaß, was er an Wissen hatte. Zuschreibungen aus der Nachkriegszeit sehen in ihn einen Anarchisten, jugendlich emotional oder ähnliches. Nein, das ist Unsinn. Er stand den jugendbündischen, freiheitlichen Traditionen aus den Endjahren der Weimarer Republik nahe. Er hegte, wie diese auch, große Sympathien für Russland, für seine Musik und Literatur. Es würde zu weit führen, das zu sagen, welche Bedeutung die Konzerte der Don-Kosaken für die bündische Jugend in den Jahren 35 bis 39 in Deutschland gehabt haben. Der Ataman Platow, dessen Lied immer wieder gesungen wurde, hatte eine so starke Wirkung, dass es schließlich von der Gestapo diese Veranstaltungen nicht nur überwacht, sondern auch verboten worden sind. Es ist nicht bekannt, ob sich Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer schon vor dem gemeinsamen Besuch der Schule von Dr. Heil kannten. Lianes russische Herkunft mag zu ihrer Anziehungskraft auf Friedrich Rehmer mit seinem durchaus verklärten Russlandbild beigetragen haben. Das Interessante war auch, dass Treffpunkte der bündischen Jugend in Berlin auch einige russische Restaurants hier in der westlichen Innenstadt um die Tauentzienstraße, den Kurfürstendamm und die Kantstraße waren. Und so besuchten sie etwa ein Lokal mit dem schönen Namen Don in der Nürnberger Straße oder das Restaurant Orient in der Fasanenstraße. Und da trafen sich dann interessanterweise nicht nur bündische Jugendliche, sondern auch viele Exilrussen. Da wurde eigentlich, ja, es gab dann nach dem Beginn des oder nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, hatten sie im Orient etwa noch im Januar 1940 eine große russische Neujahrsfeier. Und das war ein Milieu exilrussisch-jüdisch geprägt, in dem sich Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer und ihr Freundeskreis wohl fühlten. Bündische Jugend, Liebe zu russischer Literatur, die in diesen Kreisen viel gelesen und diskutiert wurde, das war etwas, was alle Beteiligten in der Gruppe von sehr großer Bedeutung waren. Im Mai 1942 trafen sie dann nochmal mit bündischen Jugendlichen aus Frankfurt zusammen, sowohl Liane Berkowitz als auch Friedrich Rehmer. Sie diskutierten darüber, was man machen könnte. Friedrich Rehmer sagte, Sabotage ist das einzige Mittel, das hilft. Versuche Granaten oder Geschützteile bei deiner Einheit zu zerstören oder die Funkmessgeräte oder die Scheinwerfer, egal was, jedes Gerät ist Kriegsgerät, Zitat Ende. Sein Gesprächspartner konnte ihm nur mitteilen, tut mir leid, ich bin bei einem Luftwaffenstab, ich komme an Geschütze oder Funkmessgeräte nicht heran. Aber immer wieder wurde deutlich, Hitler wird diesen Krieg verlieren und mit ihm geht das Dritte Reich unter. Also das, was Sie in den Flugblättern Schulze-Boysens finden, war ein Konsens bei vielen Beteiligten der Gruppe. Diejenigen Schüler der Abendschule von Heil, zu denen auch Berkowitz und Rehmer gehörten, waren alle so zwischen den Jahrgängen 1916 bis 1921. Liane Berkowitz und Otto Gollnow waren mit Jahrgang 1923 die Jüngsten. Eine Führungsrolle in dem Kreis sollte der spätere Ehemann der Schülerin Eva Rittmeister, also verheiratete Rittmeister, dann übernehmen, der Neurologe John Rittmeister, der natürlich dann schon dem Jahrgang 1898 angehörte. Also Ältere und Jüngere mit dabei. Und Grundlagen dieses Kreises war eben nicht nur das Politische, sondern Grundlagen waren auch persönliche Sympathien bis hin zu Liebesbeziehungen untereinander, aber auch die gemeinsame Ablehnung der nationalsozialistischen Diktatur. Regelmäßige Treffen, auf denen Literatur erarbeitet wurde, freundschaftliche Treffen, politische Diskussionen, Schulungsarbeiten, das ist das, was sie 1941/42 noch gemacht haben. Aber auch sogenannte feindliche Sender oder der Schweizer Rundfunk wurden abgehört und die Nachrichten dann verbreitet. Es wurde, man kann es sich kaum vorstellen, Marx und Lassalle gelesen und diskutiert. Wir sind in Berlin des Jahres 1941, 42. Es wurde richtig Schulung gemacht.
Es gab daneben noch Ursula Götze, eine Studentin, die in der Hornstraße 3 wohnte, die auch ihre Kontakte zu Neuköllner kommunistischen Gruppen oder anderen hatten. Auf alle Fälle war es so, dass Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer dann über John Rittmeister Ende 1941 in Kontakt auch mit Harro Schulze-Boysen gerieten. Wir können es uns heute schwer vorstellen, in diese Situation reinzusetzen, aber es war erstmal überhaupt wichtig, eine Gegenposition zum Nationalsozialismus zu haben, eine Gegenöffentlichkeit auch zu haben und sich zu informieren. Die Gruppe hat also Schriften wie Die innere Front oder auch Verhaltensmaßregeln deutscher Partisanen oder auch, was schon vom Titel her etwas sich problematisch liest, Organisiert den revolutionären Massenkampf gegen Krieg und Faschismus. Das trieb sie um. Wie können wir dazu beitragen, dass der Krieg möglichst schnell beendet wird? Und als im Mai 1942 die antikommunistische Propagandaausstellung Das Sowjetparadies im Lustgarten, eine Riesenhalle, nur zu diesem Zweck errichtet, gebaut wurde, gab es unterschiedliche Formen des Protestes dagegen. Im Mai diesen Jahres ist auf den Brandanschlag der Gruppe Baum hingewiesen worden. Parallel, zeitlich parallel zu diesem Brandanschlag, aber völlig in Unkenntnis zu dessen Vorbereitungen, kam es in der Nacht zum 18. Mai 1942 zu jener ebenso mutigen wie riskanten Aktion mit Klebezetteln. Auf diesen Klebezetteln stand: Ständige Ausstellung, das Nazi-Paradies, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch? Und das war keine spontane Aktion, nicht wie heute, man geht irgendwo in einen Copyshop und lässt sich 20 Zettel drucken. Nein, die war geplant, die Aktion, sorgfältig vorbereitet, die Zettel mussten gedruckt und gummiert, Routen festgelegt, die Verteilungsgebiete festgelegt werden, Entwürfe gemacht werden. Und wir gehen davon aus, dass nach heutigem Wissen in dieser Klebeaktion etwa 20 Personen beteiligt nicht gewesen sind. Hunderte von Zetteln in Berlin wurden geklebt. Otto Gollnow und Liane Berkowitz erhielten etwa 100 Zettel, von denen sie die Hälfte in der Gegend zwischen Kurfürstendamm und Uhlandstraße anklebten. Dabei benahmen sie sich wie ein Liebespaar, umarmten sich. Hinter ihnen stand Harro Schulze-Boysen, der sie im Gefahrenfall auch mit der Waffe hätte schützen können. Fritz Thiel und Maria Terwil klebten ebenfalls am Kurfürstendamm. Und diese Aktion der Klebezettel war eine der größten illegalen Aktionen im Berlin der Kriegsjahre. Aber mehr als ein Dutzend der Beteiligten an dieser Aktion wurden später vom nationalsozialistischen Regime zum Tode verurteilt. Die Gestapo fand die Urheber der Aktion nicht, sondern erst nachdem die Berliner Gruppe im Sommer 1942 aufgedeckt worden war, gelang es der Gestapo auch zu erfahren, wer hinter dieser Klebeaktion steckt. Im Sommer 1941 gelang es durch konspiratives Fehlverhalten, anders kann man es nicht sagen, sowjetischer militärischer Nachrichtendienste, dass ein Funkspruch abgefangen wurde von Moskau nach Brüssel, in dem zum Teil fehlerhaft die Adressen von Schulze-Boysen und Kuckhoff enthalten waren. Und diesen Spruch konnte die deutsche Funkabwehr dann im Juli 1942 entschlüsseln. Und die im Funkspruch genannten Schulze-Boysen und Kuckhoff wurden beobachtet und ihre Telefone abgehört. Am 31. August 1942 wurde dann auch Harro Schulze-Boysen im Reichsluftfahrtministerium festgenommen. In den Wochen danach wurden 36 Frauen und Männer alleine zwischen dem 12. und 16. September festgenommen. Haussuchungen veranstalteten die Gefangenen die Prinz-Albrecht-Straße ins Polizeipräsidium oder in andere Gefängnisse gebracht. Nur die wenigsten konnten einem brutalen Verhör standhalten. Und so war es auch so, dass Liane Berkowitz in den Aussagen von Hannelore Thiel am 23. September 1942 schwer belastet wurde. Man kann Hannelore Thiel daraus keinen Vorwurf machen. Das war ein 17-jähriges Mädchen, das wenige Monate zuvor einen Jungen geboren hatte, dem ihr ganzes Interesse und ihr ganzes Augenmerk galt. Sie hatte Fritz Thiel im Januar 1942 geheiratet. Sie war an der Gruppe beteiligt gewesen. Und im Gestapo-Deutsch liest es sich dann so, Zitat,
Über die Liana Berkowitz ist mir bekannt, dass sie in Gemeinschaft mit Schulze Boysen, Gollnow und meinem Mann im Sommer 1942 Zettel mit staatsfeindlichem Inhalt in Berlin angeklebt haben. Am 24. August 1942 habe ich eine Hetzschrift zu Liana Berkowitz gebracht und eine weitere Schrift von der Liana zu meinem Mann mitgenommen. Die Liana kennt auch Schulze Boysen, Graudenz, Himpel, Mimi Terwil, Herrn und Frau Rittmeister und so weiter. Zitat Ende. Die hat einfach in aller Unschuld alles gesagt, wen sie kannte. Und wie die anderen festgenommenen Frauen wurde dann Liana Berkowitz am 26. September, als sie verhaftet worden war, in das Berliner Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht. Das war eigentlich ein Gefängnis, das für Männer gedacht war, aber es gab dort auch eine Abteilung, die für Frauen gedacht war. Ich habe hier ein Zitat auch drin von Elfriede Paul über die schauerlichen Haftbedingungen dort. Der einzige Lichtweg war, dass es hier eine Stationshilfswachtmeisterin Anneliese Kühn gab, die in besonderer hilfsbereiter Art und Weise um die festgenommenen Frauen der Roten Kapelle kümmerte. Sie schmuggelte ihnen Stifte, Papier, Kerzen und Streichhölzer in die Zellen. Sie gab ihnen die Möglichkeit, auf dem Weg zur Krankenstation miteinander zu sprechen. Sie wurde den Gefangenen auch als Engelchen bezeichnet. Und über sie sind auch einige der abgedruckten, nicht zensierten Kassiber von Liane Berkowitz an ihre Mutter herausgegangen aus dem Gefängnis. Wir wussten früher auch nicht, welchen Weg hat das genommen, konnten das jetzt aber auch eindeutig feststellen. Ohne die Hilfswachtmeisterin wäre es nicht möglich gewesen, die russisch geschriebenen Kassiber aus dem Polizeigefängnis am Alexanderplatz herauszuschmuggeln. Und sie brachte dann diese Kassiber mindestens in einem Fall zu einer Deckadresse hier am Hohenzollerndamm, wo sie dann an Lianes Mutter weitergeleitet wurden. Die Haftbriefe von Liane Berkowitz zeigen nicht nur den Alltag wirklich einer schwangeren Jugendlichen unter den Bedingungen eines nationalsozialistischen Gefängnisses. Ich glaube, das ist nichts, was man nachvollziehen kann. Aber sie sind auch der Ausdruck einer Sorge, die ihrem Kind, ihrem Verlobten und ihrer Mutter galten. Und es wird in den Briefen ein Glauben deutlich, der weit über ihre formale Zugehörigkeit zur russisch-orthodoxen Kirche hinausgeht. Und im Gegensatz zu anderen Gefangenen konnte sie wegen ihrer Schwangerschaft mehrfach von ihrer Mutter besucht worden, nachdem die Mutter sich sehr stark dafür eingesetzt hatte. Friedrich Rehmer war noch nicht verhaftet. Er tat etwas, was man heute gar nicht mehr verstehen kann. Im November 1942 wandte er sich an die Gestapo, ging in die Prinz-Albrecht-Straße und gab dort ein Gesuch ab, in dem stand, dass er Liane Berkowitz heiraten wollte. Zitat, meine Braut befindet sich seit etwa 2 Monaten in Untersuchungshaft der Geheimen Staatspolizei im Untersuchungsgefängnis Berlin-Alexanderplatz. Ich liebe meine Braut und wir möchten möglichst bald die Ehe eingehen, da meine Braut im 5. Monat schwanger ist und unser Kind meinen Namen tragen soll. Hiermit versichere ich und übernehme die Verantwortung dafür, dass bei Gewährung meiner Bitte meine Braut das in sie gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen wird. Zitat Ende. Das der Geheimen Staatspolizei. Vermutlich im November oder Dezember sprach dann auch Katharina Wassiljewa mit einem Gestapo-Kommissar und er teilte ihr mit, Zitat, die Tochter sei nur ein kleines Rädchen in einem Riesengetriebe, Zitat Ende. Ich analysiere hier ausführlich auch den Bericht, den die Geheime Staatspolizei im Dezember 1942 über die Rote Kapelle gemacht hat. Das Interessante ist, dass sich wirklich zeigt, dass die Rote Kapelle ein Konstrukt auch der Gestapo gewesen ist, ein Konstrukt, in dem sie ihre eigene Leistung betonen wollte. Das ging bis hinein in finanzielle Zuwendungen, dass die Beteiligten der Sonderkommission dann für ihre Tätigkeit in der Sonderkommission Prämien zwischen 500 und 5000 Reichsmark erhielten, Gestapo-Schreibkräfte auch gehaltliche Höherstufungen erhielten oder dann ein Gestapo-Kommissar sich sogar dann aus der Versteigerung des Haushaltseigentums von Harro Schulze-Boysen bedienen konnte. Bis hin in solche Dinge. So. Friedrich Rehmer war schon am 23. September 1942 auch in das Augenmerk der Gestapo geraten. Er wurde aber nicht festgenommen. Wir wissen nicht warum. Vermutlich nahm die Gestapo an, dass der Halbinvalide, wie er sich selbst bezeichnete, dem die Amputation eines Beines drohte, keine große Fluchtgefahr gab. 29. November 1942 wird auch er festgenommen, weil er im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Buch, also heute, wo die große Krankenstadt Buch ist,
war in der beim Lindenberger Weghaus 13 inhaftiert. Das war auch ein, wenn Sie so wollen, Gefängnis, aber nur ein Gefängnis für Kranke. Aber er hatte da überhaupt keinen Kontakt zu anderen Mitgliedern der Gruppe. Er wurde in andere Gefängnisse später noch verlegt, aber er war immer alleine. Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer sahen sich erst am 14. Januar 1943 wieder. Das und die Verkündung des Urteils am 19. Januar waren das letzte Mal, dass sie sich gesehen hat. Ein Beispiel für Beteiligten: Liane Berkowitz hatte einen Pflichtverteidiger, Dr. Kurt Valentin, der sich 1950 nicht mehr an sie als Mandantin erinnern konnte. Ich zitiere: Der Name der Liane Berkowitz ist mir aus dem Gesamtkomplex des Verfahrens noch in Erinnerung. Ich kann aber trotz eifrigen Nachsinnens mich nicht mehr auf den Sachverhalt besinnen, der diesem Mädchen zur Last gelegt wurde. Ich habe auch keine Erinnerung mehr daran, ob ich die Verteidigung des Mädchens von vornherein für aussichtsreich oder für aussichtslos gehalten habe. Wenn sie, wie mir nun vorgehalten worden ist, zum Tode verurteilt worden ist, so muss ich daraus schließen, dass sie im Rahmen des Verfahrens sehr stark belastet war und sich nicht nur an den Klebeaktionen und Flugblattverteilungen beteiligt hat. Zitat Ende. Also eine Nachkriegskonstruktion, die Liane Berkowitz mehr zuweist als selbst das Reichskriegsgericht. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, eine hochschwangere 19-jährige Mandantin, die vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt wird, lässt sich das, wenn man Rechtsanwalt ist, lässt sich so eine Mandantin vergessen? Eigentlich nicht, denn am Tag nach den Todesurteilen hatte Valentin sogar ein Gnadengesuch eingereicht. Friedrich Rehmer wurde vom Reichskriegsgericht, wurden die Gespräche im Freundeskreis, die Lektüre und Billigung der sogenannten Flugschriften vorgeworfen und die Vorbereitungen der Klebeaktionen und zersetzende Aktionen unter seinen Lazarettkameraden. Zitat: Gegen ihn konnte daher gemäß § 57 Militärstrafgesetzbuch wegen Kriegsverrats nur auf Todesstrafe erkannt werden. Zitat Ende. Interessant, das höchste deutsche Militärgericht wusste offenbar nicht oder wollte es nicht wissen, dass man nach § 57 Militärstrafgesetzbuch auch eine zeitige Freiheitsstrafe hätte verhängen können. Diese Möglichkeit wurde nicht einmal in Betracht gezogen. Liane Berkowitz schrieb später an ihre Mutter: Ich war während der Gerichtsverhandlung sehr krank. Ich musste mich schrecklich übergeben. Ich hatte Nasenbluten und schreckliche Bauchschmerzen. Einmal bin ich im Gerichtssaal fast ohnmächtig geworden. Die Kommissare haben mich ausgezeichnet behandelt. Am Tag der Gerichtsverhandlung wurde extra für mich ein Arzt gerufen, der dann nach meiner Gesundheit fragte. Das alles wird human genannt. Am Ende des Tages stand dann das Todesurteil. In der Urteilsbegründung finden sich Stereotypen und Unterstellen. Zitat: Dass die Angeklagte als Braut eines überzeugten Bolschewisten wie Rehmer über dessen und seiner Freunde politische Einstellung unterrichtet war, bedarf keiner Erörterung. Sie hat sich auch aktiv an deren Bestrebungen beteiligt. Dann kommt eine Auslassung. Hinzu kommt, dass sie von russischen Eltern abstammt und sich der deutschen Volksgemeinschaft nicht blutsmäßig verbunden fühlte. So ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass die Angeklagte sich lediglich der Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung schuldig gemacht hat. Bis zu dem Moment sagt man, okay, Beihilfe, nur Beihilfe, gut. Aber es geht dann weiter. Wegen der außerordentlichen Gefährlichkeit dieses hoch- und landesverräterischen Treibens hat der Senat mit dem zum Fall der Angeklagten van Beek angeführten Gründen jedoch nur die gemäß § 4 der Gewaltverbrecherverordnung auch die für die Beihilfe zulässige Todesstrafe für notwendig erachtet. Zitat Ende. Eine 19-Jährige wird unter Heranziehung mehrerer Normen und dann plötzlich auch des Paragraphs 4 der Gewaltverbrecherverordnung von 1939 zum Tode verurteilt. Und auch nach dieser Norm war die Todesstrafe zulässig, aber nicht zwingend notwendig. Das heißt, der Zweite Senat des Reichskriegsgerichts hätte anders urteilen können. Später finden wir, dass das Reichskriegsgericht tatsächlich auch etwas zurückgerudert ist. Rehmer hatte ebenso wie Liane Berkowitz vermutlich nicht mit einem Todesurteil gerechnet. Er war vollkommen verzweifelt. Er hat erst ein Gnadengesuch gemacht. Einige Tage später hat er dann darum gebeten, das Urteil sofort zu vollstrecken.
Seine Mutter hat verzweifelte Gnadengesuche auch geschrieben. Er ist im Januar zum Tode verurteilt worden. Im März 1943 starb sein Vater, der vermutlich nicht mal das Todesurteil des Sohnes dann erfahren hat. Die Mutter arbeitete bei der BVG als Straßenbahnschaffnerin und hat immer wieder versucht, in mehreren Gnadengesuchen, um ihren Sohn zu kämpfen. Sie konnte ihn auch noch einmal sehen. Sie hat im Gefängnis ihn fast nicht wiedererkannt, weil er durch seine Verletzung, die er immer noch hatte, und offenbar auch in der Haft geschlagen worden war, dass sein Gesicht völlig verquollen war, wie sie später schrieb. Friedrich Rehmer wurde knapp einen Monat nach der Geburt seiner Tochter am 13. Mai 1943 in der Hinrichtungsstätte Plötzensee abends um 19.19 Uhr durch das Fallbeil innerhalb von 15 Sekunden ermordet. Die Leichname von Friedrich Rehmer und die der anderen Opfer wurden dann von einem Mitarbeiter der Anatomie übernommen, in das Anatomisch-Biologische Institut gebracht, dort seziert, im Anschluss im Krematorium Berlin-Wilmersdorf verbrannt und die Aschen anonym beseitigt. Mai 1943. Liane Berkowitz hatte in der Zwischenzeit am 19. Januar 1943 auch ihrer Mutter einen verzweifelten Abschiedsbrief geschrieben, in dem sie das Kind ihrer Mutter anvertraute und darum bat, noch einmal einen Priester zu sehen. Aber ihr wurde kein Priester der russisch-orthodoxen Kirche zugelassen. Interessanterweise musste offenbar der protestantische Oberpfarrer Ohm genehmigen, dass der katholische Gefängnisgeistliche Peter Buchholz sie dann betreuen durfte und ihr auch am Tag ihrer Hinrichtung noch die Heilige Kommunion, dann entsprechend die Sterbesakramente gab. Liane Berkowitz kam noch einmal zum Reichskriegsgericht. Senatspräsident Friedrich Neuroth diktierte ihr quasi ein Gnadengesuch in die Feder. Er war offenbar von diesem hochschwangeren Mädchen so angetan, dass er entsprechend, wie sie selbst schreibt in einem der Kassiber, ihr, ja, man kann es nicht anders sagen. Es gibt noch einen anderen, der höheren Rang hat, der uns am 13. Februar ins Gericht zum anderen Präsidenten geladen hat. Der Gestapo-Beamte kennt mich schon aus den Verhören. Er war dabei, als ich mit dem Präsidenten gesprochen habe. Er lächelte mir zu und zeigte Zeichen von Zufriedenheit. Als wir hinausgingen, nahm er meine Hand und sagte: Das haben Sie großartig gemacht, Mädel. Sie haben den Mann vollkommen weich gemacht. Ich garantiere Ihnen, die Sache geht in Ordnung. Zitat Ende. Ein Gestapo-Kommissar zu einem jungen, zum Tode verurteilten Mädchen über ein Gespräch mit einem Senatspräsidenten des Reichskriegsgerichts, der die Aufgabe hat, das Urteil zu überprüfen. Liane Berkowitz kam Ende März 1943 vom Polizeipräsidium in das Frauengefängnis in der Barnimstraße. Sie kam hier auf die Krankenstation. Von dort aus haben wir keine Kassiber mehr. Der Kommunikationsweg war abgeschnitten. Wir haben nur noch die offiziellen Briefe. Am 12. April 1943, dann wurde Irena Berkowitz geboren. In den deutschen amtlichen Unterlagen erscheint sie offenbar oftmals als Irene Berkowitz. Am 18. April wurde dann das Todesurteil von Keitel bestätigt, ersetzte aber die Vollstreckung des Urteils aus. Was um Himmels Willen hat der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht mit einem Gnadengesuch für eine 19-Jährige zu tun? Sie war vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Und für das Reichskriegsgericht hatte sich Hitler, ich komme gleich nochmal dazu, sogar die Bestätigung der Urteile im Fall Rote Kapelle selbst vorbehalten, ein sogenannter Führervorbehalt. Liane Berkowitz konnte im April 1943 noch einmal ihre Mutter sprechen. Sie hatte bei Oberkriegsgerichtsrat Röder eine Sprecherlaubnis beantragt und Röder hatte dies zuerst mit den Worten abgelehnt. Zitat: Sie bitten um Sprecherlaubnis? Das hat Ihre Tochter nicht verdient. Sie ist eine ganz schwere Verbrecherin. Zitat Ende. Später bekam sie doch noch entsprechend dann eine Erlaubnis, weil Liane Berkowitz eben schwanger war. Am 8. Juni 1943 wurde dann Liane Berkowitz mitgeteilt, dass das Urteil Rechtskraft erlangt hatte. Und deutsche Bürokratie ist unvorstellbar. Sie musste dafür auch noch eine Empfangsbestätigung ausstellen. Zitat: Die Mitteilung des Oberreichskriegsanwalts vom 8.6.43, dass das gegen mich am 18. Januar 43 gefällte Urteil des Senats des Reichskriegsgerichts durch den Gerichtsherrn am 18.4.43 bestätigt und damit rechtskräftig geworden ist, ist mir heute ausgehändigt worden. Gleichzeitig ist mir bekannt gegeben, dass die Vollstreckung bis zur Entscheidung auf das Gnadenverfahren ausgesetzt wurde. Zitat Ende. Das Gnadenverfahren ging weiter. Der nächste, dem die Gnadenverfahren der Roten Kapelle vorgelegt wurden, war Reichsmarschall Hermann Göring.
denn über Schulze-Boysen war ja auch die Luftwaffe darin verwickelt. Und Göring war tatsächlich so, dass er sagte, wir haben entweder die Wahl zwischen hoher Freiheitsstrafe und Beseitigung des Täters, aber auch, dass entsprechend dann andere Möglichkeiten sind. Bei Cato Bontius van Beek befürwortete Göring wegen ihrer in Grenzen liegenden Beteiligung eine Umwandlung der Todesstrafe in eine angemessene Freiheitsstrafe. Aus seiner Sicht galt, Zitat, das Gleiche für den Fall der Juliane Berkowitz, insbesondere in Rücksicht auf das derzeitige Gesetz, das die Vollstreckung einer Todesstrafe gegen eine Schwangere verbietet, Zitat Ende. Also, im Prinzip, das Reichskriegsgericht will nicht mehr, dass sie hingerichtet wird. Hermann Göring will auch nicht mehr. Und am Juni 1943 gingen dann ins Führerhauptquartier, in die Wolfschanze oder nach Winica, ich weiß es nicht mehr genau, 35 Bände Akten, 28 Gnadenhefte und 28 Gnadenentweisungen an den Chef des OKW, Wilhelm Keitel, der sie dann Hitler vorlegte. Und das Reichskriegsgericht gab ihm entsprechend dann auch das Votum mit, nämlich, dass bei Liane Berkowitz auch die Umwandlung der Todesstrafe in eine gezeitige Tuchthausstrafe befürwortet war. Zitat, hierfür war bei Liane Berkowitz ihr jugendliches Alter und die Tatsache, dass sie nach der Verurteilung zum Tode entbunden hat und aus diesem Grunde die Vollstreckung der Todesstrafe an einer Schwangeren bereits gesetzlich ausgesetzt werden musste, deshalb sollte sie nur eine zeitliche Strafe erhalten. Doch knapp 4 Wochen später entschied Hitler und er verwarf alle Gnadenvorschläge, sei es von Keitel, sei es des Reichskriegsgerichts, sei es von Göring, er verwarf sie sämtlich und Sie finden auch in dem Buch die Abbildung seiner eigenhändigen Unterschrift neben dem großen Reichssiegel in der Ablehnung aller 17 Gnadengesuche im Fall Rote Kapelle. Deshalb wurde am 4. August 1943 die Vollstreckung angeordnet. Am 5. August 1943 wurde Liane Berkowitz aus der Barnimstraße nach Plötzensee überführt. Sie schrieb dort noch einen Brief, einen sehr bewegenden Brief auch an ihre Mutter. Und am selben Tag wurde sie in Plötzensee um 19.24 Uhr enthauptet, 2 Tage vor ihrem 20. Geburtstag. Von Hitler persönlich angeordnet. Ich gehe jetzt nicht mehr, sondern rate an dieser Stelle zur Lektüre ein auf die nachfolgenden Teile. Das Kind, Irene Berkowitz, man kann es sich kaum vorstellen, es entspann sich dann eine Frage, wer ist denn der Vormund des Kindes? Natürlich musste ein Berliner Stadtbezirk die Vormundschaft des Kindes übernehmen. Dann wollte man eine Vaterschaftsanerkennung haben. Das Problem war aber, der Vater war hingerichtet worden. Und so wurde also das Reichskriegsgericht angeschrieben, ob Friedrich Rehmer denn vor seinem Tode noch eine Vaterschaftsanerkennung unterschrieben habe. Was machte das Reichskriegsgericht? Es teilte mit, das habe er natürlich nicht, aber er habe in Verhören mehrfach die Vaterschaft des Kindes anerkannt und mehr könne man als diese offizielle Auskunft dem entsprechenden Stadtbezirk auch nicht mitteilen. Das Kind kam im Oktober 1943 in ein Krankenhaus bei Berlin. Ich habe auch die Krankenunterlagen hier abgedruckt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das Kind einfach nur verhungert, an einer Lungenerkrankung gestorben ist, ob man es hat verhungern lassen und am Ende noch den kleinen Schubs gegeben hat, der in den dezentralen nationalsozialistischen Krankenmordaktionen notwendig gewesen war. Wir wissen es nicht. Sie starb im Oktober 1943. Wenige Tage später erwarb ihre Großmutter, die Mutter von Friedrich Rehmer, 3 Gräber auf dem alten St. Thomas-Kirchhof hier in Berlin-Neukölln. Ein Grab für ihre Enkelin Irene Berkowitz. Und sie hatte die Hoffnung, dass ihre Schwiegertochter in Spee und ihr Sohn Friedrich Rehmer nach dem Krieg in den beiden Gräbern links und rechts würden beigesetzt werden können. Das war natürlich nicht der Fall. Liane Berkowitz' Mutter brach nach dem Tod ihres Kindes zusammen. Sie ging nach Warschau zu ihrem Bruder. Sie war dann im Umfeld von Berlin tätig und sie lebte nach 1945 hier in Berlin in bitterer Armut. Sie war Opernsängerin, versuchte sich als Gesangslehrerin und erhielt dann beschämende Summen für
als Entschädigungszahlung für das Kind. Ich gehe ausführlich dem Schicksal der Täter nach, schildere auch, wie Oberkriegsgerichtsrat Manfred Röder nach dem Krieg nicht belangt wurde, wie er nach dem Krieg mit der Organisation Gehlen, dem Vorläufer des Bundesnachrichtendienst, zusammenarbeitete und wie auch Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer in den Aussagen nach 1945 weiter von ehemaligen Angehörigen des Reichskriegsgerichts und Angehörigen der Gestapo verleumdet worden sind. Teilweise völlig konträr zu dem, was selbst das Reichskriegsgericht in seinem Urteil festgestellt hatte, bis hin dazu, dass Liane Berkowitz dann irgendwann als Funkerin der Widerstandsorganisation Rote Kapelle bezeichnet wurde. Hanebüchener Unsinn, anders kann ich es nicht sagen. Daran war der Bundesnachrichtendienst beteiligt, daran waren dann auf Seiten der DDR ab 1966 das Ministerium für Staatssicherheit beteiligt. Sie finden in Ost-Berlin, das darf man ja heute nicht mehr sagen, in Berlin unter den Linden in der Humboldt-Universität finden Sie einen Gedenkstein für die Studenten der Humboldt-Universität. Auf diesem Gedenkstein finden Sie auch den Namen von Liane Berkowitz. Liane Berkowitz hat nie an der Berliner Universität studiert. Sie hat nicht einmal ihr Abitur gemacht. Wie ihr Name dort hinaufgekommen ist, wir wissen es nicht. Wir kamen die Vermutung, dass 1948 mal sie als Studentin bezeichnet worden ist und dass man dann eben nicht so weit mehr geschaut hat, was dann aus ihr geworden ist. Mein Ziel, und ich denke, das habe ich erreicht, war, an diese beiden Menschen, Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer, zu erinnern. Der Rest liegt bei Ihnen. Ich kann Ihnen die Lektüre ans Herz legen. Es fällt mir ausnahmsweise nicht schwer, Werbung in eigener Sache zu machen. Aber das liegt nicht an mir, sondern das liegt am Thema, an diesen spannenden Biografien, die uns aber in ihrer Kontextualisierung auch sehr viel über das nationalsozialistische Herrschaftssystem sagen, über die Einschätzung Hitlers Wutanfälle über die Rote Kapelle oder auch über die Einschätzung der nationalsozialistischen Führung, die uns etwas erzählen über die geheime Staatspolizei, die hoffte über den Verfahrenskomplex Rote Kapelle durchaus, dass die Beteiligten dort dann weiter Karriere machten und eigensüchtig darauf warten. Denn wenn sie einen internationalen kommunistischen Spionagering aufgedeckt hatten, dann war das natürlich auch so, dass die Bedeutung der Gestapo und des Reichssicherheitshauptamtes eine viel größere war. Das sind alles Dinge, die eine Rolle damit spielen. Wir werden in unserer Reihe Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus bereiten wir noch einige weitere, auch in diesem Fall Doppelbiografien vor, etwa über Rose und Bodo Schlösinger oder über Elisabeth und Kurt Schumacher. Es gibt, wie ich auch am Anfang dort schreibe, es gibt dort noch viel zu entdecken. Und das Wichtige ist, dass wir diese Menschen nicht aus unserer Erinnerung verlieren, aber dass wir auch nicht das vergessen, zu was eine Diktatur fähig ist und wie Mechanismen einer Diktatur ablaufen und wie dann in postdiktatorischen Gesellschaften auch Mechanismen von Diffamierung, Aneignung und Uminterpretation funktionieren können. Und wundern uns dann nicht mehr, warum es so lange gedauert hat, dass die Rote Kapelle als integraler Bestandteil des Widerstands gegen den Nationalsozialismus anerkannt worden ist. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie heute Abend hier bei uns gewesen sind. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungsformen sind wir im Moment noch nicht wieder so weit. Das hängt mit der Pandemie zusammen, dass wir eine Diskussion heute jetzt anschließen. Sondern in diesem Fall kann ich mich wirklich nur für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, zur Lektüre des Buches auffordern und würde mich freuen, wenn Sie bei unseren nächsten Veranstaltungen zur Roten Kapelle, zu der wir Sie in diesem Halbjahr noch einladen werden, wieder hier bei uns begrüßen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.